Hallo, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte euch nur kurz Hallo sagen, weil leider ist mein Intro weg. Ich habe es aus Versehen gelöscht. Ja, keine großen Worte, nur Hallo und viel Spaß beim Video. Super peinlicher Moment gerade. Ich wusste gerade nicht, was ich gemacht habe. Ich habe einfach irgendwie auf dem Lenkrad irgendwas aus Versehen gedrückt und das Auto hat einfach umgeschalten auf, ich glaube, Schaltung, also manuell. Und ich war so im 6000 Umdrehungen im ersten Gang. Mich als eigentlichen Maschinenbauer hat das gerade gekillt, der arme Motor. Aber ja, das war nur ganz kurz. An einer Ampel habe ich das Auto ausgemacht. Dann habe ich wieder denselben Knopf, glaube ich, gedrückt. Und es war richtig peinlich. Also war, der Typ hinter mir hat gelacht, echt. Genau, wir sind jetzt in Langenfeld in einem Restaurant, weil ich gesagt habe, hey, Düsseldorf ist immer so eine Gurkerei. Also von Hürth nach Düsseldorf, um die Uhrzeit zu kommen. Ich bin sowieso eine halbe Stunde schon zu spät, weil ich habe noch einen Kuchen gebacken. Meine Tante kam noch spontan und Essen gemacht. Und dann, ich weiß nicht, Nile schläft, glaube ich, auch noch nicht. Ich bin so ein bisschen hibbelig gerade noch. Aber ich werde jetzt mal aussteigen, dorthin gehen und dann gucken wir mal, ob ich überhaupt was runterkriege. Kennt ihr das? Ich bin selten so nervös. Aber ich war heute so irgendwie so voll. Ich war auch die ganze Zeit ungeschminkt. Also ich bin jetzt gerade erst geschminkt, deswegen sieht das Make-up noch gut aus. Und jetzt hier, ob ich gleich was runterkriege, ob ich gleich runterkomme. Und ja, mein Zimmer macht mich auch voll nervös, dass es so blöd aussieht, dass ich da nicht richtig drehen kann. Dass ich nicht, ja, naja, egal. Alles halb so wild, alles keine echten Probleme. Deswegen, let's go. Ich werde gerade gedusst, weil ich früher 3 Videos die Woche hochgeladen habe. Weil Ravi sagt, wer schafft das denn? Genau. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab Miss Barrips bestellt. Die gerade gesagt hat, sie kriegt nichts runter. Ich kann nicht mehr. Was ist das denn, Leute? Das ist ein Riesen. Sparrow hier neben einem süßen Salat und kleinen Burger. Gar nicht mehr. Aber ja, wir lassen es uns jetzt schmecken. So. Wann habe ich aufgehört zu filmen? Ich glaube gestern. Ich hatte die Kamera heute Morgen noch mitgenommen zum Pilates, aber ich habe da nichts aufgenommen. Nur für Insta. Ich bin es irgendwie nicht mehr ganz gewohnt, die Vlog-Kamera hier mitzunehmen. Aber wir shooten gerade ein bisschen. Und ich wollte auch noch zum Spielplatz, aber ich habe jetzt eins meiner liebsten Kleider aktuell an. Wie schön ist das? Ich zeige euch das später nochmal, aber es ist ein Lily Silk Kleid. Ich habe das gerade nur schnell gesteamt und es ist so schön. Also ich kam die Treppe runter, alles so, wow. Es ist in so einem Grayish und hat so Taschen und auch so Taschen hier, was ich ja sehr liebe. Dieser Kragen. Absolut verliebt. Ich werde euch aber den ganzen Haul zeigen und ich habe auch noch einen Rabattcode für euch. Jetzt machen wir erstmal kurz Fotos und dann sehen wir mal. Wir haben schon 5, nein, müsst ihr um 6 Abendessen und dann ja eigentlich ins Bett. Guten Morgen und ein kurzer Zwischenstand und es ist schon so viel besser geworden. Das sind die Sachen, die meine Mama mitnimmt. Das sind die Sachen, die verkauft werden hier, aber wir sind noch nicht durch. Hier müssen noch die Kleider aufgehängt werden. Man konnte da nichts mehr bewegen, also es war ganz, fehlen noch die beiden. Hi. Ich fahre jetzt mit Nile zum Little Gym. Ich weiß, dass meine Mama hier in der Zeit weitermachen wird so ein bisschen. Deswegen wollte ich euch den Zwischenstand zeigen. Der unten ist mega Chaos. Ich weiß gar nicht, was er hat. Vielleicht zu wenig geschlafen. Jetzt auf jeden Fall mit ihm ins Little Gym. 3/4 Stunde, dann kann er schlafen. Und wir können hier so ein bisschen noch weitermachen, weil das Zimmer muss jetzt einfach fertig werden. Ich muss anfangen, wieder Reels zu drehen und so. Und kurzes Update. Der Schublade, diese überquillte, habe ich gezeigt, oder? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, meine Mama hat das so sortiert. Richtig cool. Jetzt kann ich meine ganzen Haarsachen einfach hier rausmachen und meine Skincare hier reinmachen. Jetzt komm, abwarten, die Sachen hier unten auszupacken von Lily Silk, zu steamen und sie euch alle zu zeigen. Warum ich so braun bin im Gesicht, seht ihr auf Insta. Ich habe nämlich so einen Selbstbräuner-Hack gemacht. Ist aber der erste Tag und dann ist es ein bisschen stark, aber es sieht so schön aus, wenn man sich schminkt, ganz leicht drüber schminkt. Das machen wir jetzt gleich zusammen. Dann erzähle ich euch so ein bisschen, was die letzten Tage passiert ist, weil es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich gedreht habe. Und ich sage es euch, Leute, dieses Vordrehen ist für mich ganz wichtig, weil ich schaffe das einfach sonst nicht. Und habe jetzt die letzten Tage, ich weiß nicht, wie viele Reels gedreht. Ich glaube, in der Zahl 12 oder so. Ja, meine Mama ist schon wieder weg. Wir haben die Schränke ausgemistet. Wir haben alles für den Flohmarkt vorbereitet. Und ich habe meine Lily Silk Sachen gesteamt, damit ich sie euch zeige. Ich wurde auch schon ganz oft nach einem Oberteil gefragt, so einem Highneck. Das zeige ich euch aber gleich. Heute wird eine Menge passieren, weil wir morgen in den Urlaub fliegen. Wir fliegen nach Kuschadasse. Ja, ich muss noch packen, ein bisschen was für dieses Video machen und so weiter. Also, ich hasse packen. So anstrengend, finde ich. Auspacken ist nervig, weil man muss 1 Million Wäscheladungen machen, gefühlt. Aber das Einpacken, habe ich alles. Uff.
Das ist immer ein Ding, ne? So, wir machen uns jetzt aber ein bisschen fertig. Ich bin ein bisschen unsicher, wie ich mich jetzt schminken soll. Ich habe gestern auch so ein paar Sachen gesehen, die ich ganz cool fand und das nachmachen will. Aber dafür ist mein Tint noch nicht angekommen. Aber ich würde sagen, wir starten mit einem Primer. Nehmen wir den Flawless Finish von Tilbury. Und den verteilen wir uns aufs Gesicht. Leute, wisst ihr, was mir gerade passiert ist im Little Gym? Das ist die Dingsgruppe, die Tourengruppe von Nile. Also da, wo ich mit Nile hingehe, natürlich nicht nur von ihm. Ich habe meinen Schlüssel in meinen Jute-Sack reingetan. Und zwar in so ein Seitenfach. Ich wusste, ehrlich gesagt, habe ich das nicht bewusst gemacht. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt so ein Seitenfach hat. Beziehungsweise, das ist kein Seitenfach. Das ist da, wo man diese Jutebeutel manchmal in sich reinsteckt, damit die nur noch so klein sind. Und als ich zum Auto bin, um zurückzufahren, habe ich diesen Schlüssel nicht gefunden. Und das ganze Gym hat nach diesem Schlüssel gesucht. Super unangenehm. Ich habe dann gesagt, okay, vielleicht hat es Nile liebt ja Schlüssel, wenn er die irgendwo sieht. Wir haben schon Schlüssel gefunden bei uns in Spielkisten und keine Ahnung wo. Ich habe gesagt, okay, es hat bestimmt irgendein Kind gesehen, weil meine Tasche lag einfach auf der Couch. Und hat dann vielleicht damit irgendwo, das irgendwo abgelegt, gespielt damit abgelegt oder so, ne? Und dann hat das ganze Gym diesen Schlüssel gesucht. Und dann komme ich, also bin ich nach Hause gefahren. Mein John ist bis zu Mercedes gefahren, wollte einen Ersatzschlüssel. Die haben keinen rausgegeben, bla bla bla. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich den in diesem Seitenfach gefunden. Ich bin mit einem Taxi nach Hause gefahren, hatten die da keinen Kindersitz, richtig anstrengend. Na, er war auch schon müde, er hat aber sehr gut mitgemacht, der Kleine. Aber ich bin dann nach Hause gekommen, wie gesagt, und hatte den Schlüssel dann halt doch. Ich werde mich jetzt schminken. Ich nehme hier von It Cosmetics die Natural Medium. Das ist wirklich, gestern hat die Farbmatch gemacht und das war wirklich so richtig mein Ton. Und ich gebe mir das auf meine Hand. Das habe ich auch so ein bisschen. Ich benutze ja immer und immer und immer eigentlich einen Blender. Aber ich werde jetzt Pinseln probieren, weil das kann man viel leichter auftragen. Jetzt bin ich natürlich sehr braun. Jetzt beschminke ich gerade so ein bisschen. Vielleicht wird das noch ein bisschen dunkler. Also man sieht es auf jeden Fall noch durch. Aber ich mag, dass das aussieht, als wäre ich schon im Urlaub gewesen. Ja, das war auf jeden Fall so mein Morgen. Ich suche auch die ganze Zeit Schlafsäcke. Er ist nämlich definitiv zu klein für seine Schlafsäcke. Dann bin ich heute Morgen zu DM gefahren, weil ich dachte, okay, dort wird es auf jeden Fall Schlafsäcke geben. Die hatten keine Schlafsäcke mehr unter 2 TOG oder TOG, wie man das auch nennt. Ich trage den einfach nochmal hier drüber. Den Blender wieder einarbeiten. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Stift. Das ist der Charles Tilbury Macrotech Eye Crayon in der Farbe Braun. Nee, Quatsch, Natasha Denona, Entschuldigung. Der war sehr cremig, sehr leicht im Auftrag. Wenn man so guckt, wie man sich früher geschminkt hat, ne? So, ich habe pro Auge habe ich einen ganzen Pumpi vom MAC Concealer genommen. Ich weiß gar nicht, wo ich das hin verblendet habe. Jetzt zeige ich euch meine Bestellung für den Herbst von Lily Silk. Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen warm, aber die meiste Zeit ist es ja sehr kühl hier. Deswegen habe ich mich schon in Sachen verliebt für den Herbst. Wir waren auch letztens auf einem Event und dann hat auch irgendjemand schon Herbstkleidung bestellt und alle so, was? Du willst schon Herbst? Und ja, ich bin schon ready, ehrlich gesagt, auch für den Herbst, weil das war jetzt so ein Hin und Her mit dem Wetter. Es wäre schön, wenn wir irgendwas Beständiges hätten, worauf wir uns verlassen können, wissen, wo wir dran sind einfach. Und nicht heute ist Herbst, morgen ist Sommer, übermorgen ist Winter, also wird teilweise auch so kalt. Heute Morgen war alles nebelig, wirklich richtig fetter Nebel und kalt. Ich bin so ins Gym gegangen, jetzt haben wir über 25 Grad, ich bin da dort kaputt gegangen und mit diesem Autoschlüssel noch suchen. Ich ziehe mich jetzt schnell um. Und dann zeige ich euch meine Lieblingsteile. Die ersten beiden Sachen zeige ich euch jetzt nicht getragen, weil das sind meine liebsten BHs, Bustiers. Die sind ohne Naht und die haben zwei verschiedene Cups immer. Also da ist einmal so ein Push-Up-Cup mit drin, je nachdem, was man anhat oder was man möchte. Und ein ganz, ganz feines, dünnes. Und was ist das bitte für eine schöne Farbe? Das ist so ein Tan. Und das unter Shirts, Blusen, vor allem einer Bluse, die ich gleich tragen werde, wird man überhaupt nicht erkennen. Die halten auch so lang und die haben ein sehr schönes, sehr feines Material, was sie kaum oder gar nicht auf der Haut spürt. Also ich trage nur noch die. Dann zeige ich euch mal die Farbe. Auch wunderschön. Ich dachte, ich zeige euch auch nochmal so ein lila Flieder, aber so ein, es ist ein bisschen aschiger als in der Kamera. Also hier ist es sehr, sehr hell Flieder, aber es ist ein bisschen aschiger und das liebe ich sehr. Also auch hier dieser Cup, seht ihr? Das ist so eine kleine Wölbung mit so einem kleinen Push nach oben, aber sehr, sehr schön. Und diese schöne Tropfenform. Dieses Outfit ist zu schön, um wahr zu sein. Ich bin platt. Ich gucke das die ganze Zeit im Spiegel an und denke mir so, wow, du bist so schön. Kommen wir erstmal zur Aktion. Und zwar hat Lily Silk Anniversary, Happy Birthday. Und deswegen feiern sie das Ganze, was ich sehr schön finde, weil es Lily Silk jetzt einfach schon so lange gibt und ich eigentlich schon so lange dabei bin.
Deswegen freue ich mich sehr über den Geburtstag. Aber es gibt einen richtig coolen Code. Und zwar hat Lady Silk sich gedacht, dass sie auf jedes zweite Teil 20% geben. Aber ich habe noch einen Code für euch. Und zwar ganze 12% nochmal on top. Und wenn ihr bei 499 Dollar, glaube ich, angekommen seid. Entschuldigung, 499 Euro, also weniger als Dollar. Dann bekommt ihr nochmal on top 20%. Also die Seite hat wirklich sehr viele tolle Deals. Ich gucke auch immer, zwischendurch gibt es irgendwelche coolen Rabattcodes. Ich schreibe euch das Ganze nochmal in die Infobox rein, damit ihr da nochmal nachschauen könnt. Aber ich finde, für Herbst, Winter besteht so viel aus meiner Garderobe von Lily Sick. Und was ich ganz, ganz besonders daran mag, ist erstens, wie die Sachen sich anfühlen. Die haben eine ganz tolle, sehr hochwertige Qualität. Es sieht immer aus wie ein Million-Dollar-Outfit. Also wenn ihr diesen Old Money, Classic, Million-Dollar-Vibes haben wollt, dann könnt ihr alles von Lily Sick nehmen. Und es sieht einfach immer hochwertig und immer so schick und so elegant aus. Ich liebe das sehr. Und die Teile sind long-lasting. Ihr könnt sie so oft waschen, ihr könnt sie in der Waschmaschine waschen, die meisten Teile, die ich habe, oder alle Teile, die ich habe, ihr müsst natürlich immer in den Zettel mit reinschauen, aber alle Teile, die ich habe, kann man in der Waschmaschine waschen. Ich muss da nicht zu irgendwelchen Reinigungen dauernd rennen und das machen, sondern kann sie einfach zu Hause bequem waschen. Sie können gesteamt werden, ich habe sie ganz normal jetzt gerade gesteamt, ohne dass irgendwas passiert. Und nicht nur, dass sie wunderschön sind, meistens sind sie dann sehr delikat und können kaum berührt werden. Sie sind einfach robust. Ne? Die ganzen Kaschmir-Pullover, die ich von denen habe, die haben schon so viel mitgemacht. Plus 25 Kilo, als ich schwanger war, habe ich meine Kaschmir-Pullover trotzdem angezogen. Die haben sich nicht gedehnt oder irgendwas. Also ich kann wirklich von ganzem Herzen einfach empfehlen, dort einzukaufen, wenn man etwas haben möchte, was einen fürs ganze Leben lang begleiten soll. Auch die BHs, die ich euch gerade gezeigt habe, also ich habe den jetzt gerade hier drunter an, vielleicht seht ihr den so ein bisschen durchschimmern, die sind mit meinen Kilos, 25 Kilo hatte ich plus, mitgegangen, zurückgegangen und die sind nicht ausgeleiert. Ich habe noch ein paar andere von einer anderen Marke, die sind mir wirklich richtig wabbelig geworden und weich geworden, die haben überhaupt gar keinen Halt und hier habt ihr noch einen Halt, weil die halten trotzdem alles noch und ja, liebe ich wirklich sehr. Also ich kann euch Lady generell sehr, sehr empfehlen, ich zeige euch jetzt meinen Haul. Ich habe dazu noch Sandalen angezogen, meine Chypre von MS, aber ich stelle euch gleich ein bisschen runter, damit ihr das Ganze ein bisschen besser sehen könnt, weil ich auch verliebt bin in diese Hose. So schön, ich liebe das. Das hat einfach diesen Vibe, ne? Also ihr seid so viel und genauso dürft ihr euch auch anziehen. Ein Seide-Oberteil und es ist so ein bisschen schier, man kann durchschauen, aber es ist sehr angenehm. Also auch wenn ich hier was drunter habe, es ist nicht so boom in your face schier, aber auch nicht zu deckend. Das hat hier diese Naht, die auch sehr schön ist. Und theoretisch ist es relativ lang. Also ich kann es euch mal kurz hier vorne rausholen. Es kann natürlich auch so getragen werden, ganz entspannt, vielleicht mit einer Leggings. Und dann seht ihr, es geht auch schön bis über den Po. Ich glaube, dass die Bluse bei 130 Euro liegt. Ich verlinke sie euch aber in die Infobox. Das ist reine Maulbeerseide. Und da sind wir wirklich Preis-Leistung bei einer 1-Plus-Stern. Außerdem ist es sehr leicht, es ist atmungsaktiv und es ist hautfreundlich. Also falls ihr irgendwelche Allergien habt mit, ich bin ja sehr sensibel, deswegen benutze ich auch die Kopfkissen von Lily Silk. Da zeige ich euch auch gleich eins, weil ich einfach Heuschnupfen habe und ich kann nicht mehr atmen, gefühlt, wenn ich nachts ins Bett gehe. Es gibt sogar ganze Bettbezüge. Ich warte noch darauf, dass es einzelne Bettbezüge gibt für einzelne Decken, weil meine Mama und ich, also John und ich, wir können uns keine Decke teilen. Das klappt nie. Sie hat hier so einen richtig schönen hohen Bund direkt für die Taille und da könnt ihr natürlich einen Gürtel durchschieben oder auch so lassen. Außerdem hat sie Hosen, Taschen, was auch sehr, sehr cool ist. Sie hat diese feine Naht, die das Ganze nochmal sehr bossy macht und die hört aber auch ab dem mittleren Oberschenkel ungefähr auf und geht dann weit raus, was sie halt danach sehr feminin macht, ja. Also sie ist sehr bossy und dann aber extrem feminin. Ja, oh mein Gott, es gibt sie noch in einem Braun. Ich denke, dass ich sie mir bestellen werde in Braun auch noch, weil sie ist so schön. Sie hat ein wunderschönes, weites Bein. Wenn ihr geht, sieht sie sehr schmeichelnd aus, sehr schön dicht gewebte Seide. Also sie ist nicht transparent und übrigens kommen die ganzen Lilith-Produkte wirklich sehr, sehr schön verpackt. Kann man auch sehr, sehr schön verschenken. So ist sie von hinten, also schmeichelnd, nicht zu doll, nicht durchsichtig. Dann ein Kleid, nicht von dieser Welt. Ich habe es tatsächlich für meine Mama bestellt.
in M und habe es mir jetzt nochmal in S bestellt. Nicht, dass es das gleich nicht mehr gibt, aber es ist so ein wunderschönes Kleid. Auch wieder in diesem Stone. Auch wieder 100% Maulbeerseide in der sehr hochwertigen Klasse. Da gibt es ja auch für verschiedene. Das sind jetzt einfach Zara High Heels. Die mag ich auch sehr gerne in Schwarz. Sehr, sehr elegant sieht das Ganze jetzt aus. Und ich zeige es euch jetzt mal kombiniert mit dem Mantel, den ich mir bestellt habe, weil der ist... Das ist jetzt der Mantel. Ich wollte ihn euch erstmal von Namen zeigen, damit ihr erstmal seht, wie wunderschön diese Zusammensetzung der Stoffe ist. Es ist eine Wolle-Seide-Mischung und sie hält, ist super, super dünn, hält aber sehr warm, einfach weil Wolle mit drin ist. Und dann hat er, ich mag generell Trenchcoats mehr, wenn sie so ein bisschen chilliger sind, aber hier passt auch ein Pullover drunter. Deswegen habe ich ihn, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe ihn in M genommen. Das ist, ey, der ist so schön. Ich liebe ihn einfach. Vielleicht mit einem Tuch oder einem Schal und dann diese Kombi, coolen schwarzen Sonnenbrille. Ein wunderschöner Trenchcoat. Ich finde die Armlänge auch so schön. Ich ziehe mal diese Brille wieder aus. So schön, weil sie nicht zu kurz ist. Das heißt, wenn ihr euch ausstreckt, dann habt ihr immer noch, so nur damit ihr das Vergleich sehen könnt, eine genug Länge. Und wenn ihr so runter lässt, finde ich, eine sehr schöne, elegante Länge. Mit ganz, ganz leichten Schulterpolstern, Taschen natürlich, nicht zu viel Schnickschnack, weil einfach die, der Stoff des Mantels einfach schon überragend ist. Ein sehr, 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 sehr schöner Mantel. Übrigens, ich habe das ganz lange nicht gemacht, einfach weil ich das nicht wusste. Hier hinten ist ja der Mantel so zugenäht und ich schneide mir das immer auf. Das soll man, glaube ich, auch so machen. Dann fällt der viel, viel schöner von hinten. Dann geht der auch schön mit. Ich habe jetzt einfach die Träger von meinem BH von Delisec hier reingemacht. Es hat trotzdem einen Halt. Also ich habe nämlich hier genug Halt. Also der hält hier sehr, sehr gut. Deswegen kann ich den einfach hier so mal als die Träger stören auch überhaupt nicht. Das ist auch ein großes Benefit. Kommen wir zu diesem wunderschönen Kleid in einer A-Linie. So schön. Fühlt sich an, als hätte ich nichts an. Ich meine, das gab es auch noch in verschiedenen Farben. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das so ein bisschen gestylt werden könnte. Natürlich kann man es ganz plain tragen, so wie es jetzt gerade ist. Ich glaube, ich würde es mit einem Gürtel eurer Wahl kombinieren. Ein sehr, sehr schönes Herbstkleid. Jetzt könnte man bordeaux-rote Accessoires zum Beispiel dazu nehmen oder so Slings zum Beispiel nehmen, die man dazu tragen kann oder die von eben auch. Ich habe nur jetzt gerade hier goldene Details, deswegen habe ich mir jetzt diese hier ausgeholt. Nein, ist übrigens auch gerade wach geworden und seine Tante ist da, also meine Schwägerin, die kommt auch mit morgen in den Urlaub, also wir fliegen zusammen und ich freue mich da sehr drauf. Er liebt sie und deswegen ist es für mich entspannt, ja, weil er nicht... Nee, das heißt nicht nur auf mir. Ich liebe das ja, wenn er die ganze Zeit Mama ist. Muss ich schon ehrlich sein. Aber ist auch schön, wenn man jetzt, wenn ich jetzt einfach drehen kann und ich weiß, er hat nicht den Kopf die ganze Zeit bei mir oder will zu mir. Ja, das ist... Oh, einfach. Was ist das bitte für ein Kleid? Auch eine Verletzung bei dem hier war auch wieder überragend. Die Mini-Länge ist auch sehr, sehr schön. Hi! Es hat auch so... Nicht zu viel Stoff. Also manche Kleider haben zu viel Stoff für mich in der A-Linie, wenn sie eine A-Linie haben. Und dann sind sie für mich nicht tragbar für den Alltag, weil dann fühle ich mich immer overdressed. Aber das hier kann ich jetzt auch ganz normal mit Boots zum Beispiel kombinieren, wenn man es cooler tragen will, auch mit Sneakern. Ich glaube, dass man das Ganze auch so ein bisschen noch höher gezogen tragen kann. Auch sehr, sehr schön tragbar, wenn man dann... Ich finde zum Beispiel, manchmal sehe ich sehr breit aus im oberen Teil. Dann bin ich vorsichtig mit dem hier, weil ich dann noch breiter wirke. Und das hier ist dann sehr schmeichelnd, macht mich nochmal schön zart und weich. Wow, ich will das gar nicht ausziehen. Danach wurde ich so oft gefragt auf Insta. Da habe ich ein Reel hochgeladen, wo ich meine Lippen mache. So male. Und hat dieses Oberteil an. Kurzer Hinweis, diese Hose ist auch von Delisec. Ich glaube, die ist 3 oder 4 Jahre alt. Also ich habe die schon so lange und sie ist immer noch wunderschön. Sehr schön gewebt, Seide und hat hier oben diese goldenen Knöpfe. Ich bin mir nicht sicher, ob es die noch gibt, aber es gibt bestimmt ähnliche, weil, wie gesagt, Delisec immer Klassiker macht und nicht nach Trends geht. Wir haben hier einen warmen, beruhigenden Stoff. Es ist sehr... entspannt, dass ich ihn trage. Auch der Kragen am Hals. Ich kann ja keine Rollis mehr tragen, seit ich schwanger war. Das ist so einige Dinge verändert, die ich auch überhaupt nicht verstehe. Aber ich habe früher so gerne Rollis getragen, also Rollkragenpullovers oder Tops.
Nur das ist ein großes Problem geworden, weil ich sehr, sehr schnell warm werde und sehr, sehr schnell mich eingeengt fühle. Das habe ich genau 0%, weil das eine tolle Mischung ist. Es ist 85% Seide und 15% Kaschmir, was das Ganze sehr, sehr warm macht. Und dadurch, dass es so nahtlos hier ist, fühlt man nichts auf der Haut. Es ist nicht beschwerend, sondern eben sehr beruhigend. Außerdem ist er nicht so knalleeng. Also man hat diese zusätzliche Elastizität. Was für ein schweres Wort. Einfach durch diese Nadeloptik. Ne? Dann ist das nicht so gespannt oder so. So finde ich auch sehr, sehr schön. Und das wäre jetzt eins der Oberteile. Da kann man jetzt einfach einen Blazer zum Beispiel drüber legen. Das Spiel, den ich bin nicht sicher. Ich glaube, er ist nicht so gut gesteamt gerade. Aber es ist wieder ein Million-Dollar-Outfit. Und absolut für immer tragbar. Es hat auch kein Alter oder kein Trend oder sowas. Und Preis-Leistung war hier auch wieder für diese Stoffzusammensetzung 1A. Ich zeige euch noch zwei Oberteile, die mir mein Herz geklaut haben. Kommen wir zu diesem Seiden-Amalfi-Hemd. Das wunderschöne Seidenhemd. Die Passform ist absolut normal. Ihr könnt den Kragen auch so ein bisschen aufstellen, wenn ihr das mögt. Und dann vielleicht noch so ein... Ich habe noch einen Pullover, den ich euch zeige. Der passt ja, glaube ich, ganz gut auch dazu. Gemütlich, atmungsaktiv, klassisch. Amalfi-Streifen sind wann immer und sind immer Trend. Und sehr, sehr gerne getragen einfach. Und so kann man das wieder mal zu so einem Million-Dollar-Outfit machen. Wenn man da jetzt an einem Abend durch den Urlaub geht, kann man vielleicht noch einen Knopf aufmachen, damit das Ganze so ein bisschen chilliger sitzt. Aber, oder durch die Stadt läuft abends, jetzt vielleicht noch Flats anhat, wenn man Ballerinas jetzt gern, die sind ja auch wieder voll im Trend. Oder einfach Schlappen, Sandalen oder Sneaker. Weiße Sneaker wären jetzt dazu auch top. Die Jeans gingen natürlich dazu auch sehr, sehr gut. Ich finde immer sehr, sehr leicht, wenn man sich ein Maßband nimmt und dann so eine hochwertige Bestellung macht, dann einmal drüber misst, um zu gucken, ist das mein Maß? Oder manchmal habe ich in den Hosen S, manchmal habe ich aber XS oder auch eine M. Also je nachdem, wie sie geschnitten ist. Und deswegen bestelle ich da am liebsten direkt erstmal das Richtige. Aber falls ihr da euch vertut, könnt ihr euch auch nochmal an diese, also 30 Tage könnt ihr es zurückgeben. Vielleicht seht ihr so ein bisschen, das ist so halb transparent. Das ist nicht ganz, ganz transparent. Würde auch mega schön aussehen mit einer weißen Bluse. Okay, das ist auch mein Lieblingsteil. Man darf ganz viele Lieblingsteile haben. Schau mal, das ist so geflochten. Und es ist ganz mühelos. Ganz mühelose Eleganz. Das ist, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen mit diesen Million-Dollar-Outfits und so weiter. Ihr könnt sie mit sehr einfachen Accessoires kombinieren, wie zum Beispiel meine Zara-Heels oder eine Zara-Tasche oder einem Schal von H&M oder sowas. Der Grund, die Grundbasis ist so schön, dass sie... Das fügt sich alles, ne? Es könnte auch jetzt, keine Ahnung, wie teuer sein und trotzdem würde es nicht qualitativ hochwertig aussehen oder eben diese mühelose, zeitlose Eleganz darstellen, dann hättet ihr auch nichts davon, beziehungsweise dann wäre es auch im Endeffekt nichts Hochwertiges in dem Sinne. Das ist, der kratzt nicht, der piekst nicht übrigens, ist mir gerade aufgefallen, weil ich habe nämlich so einen ähnlichen von H&M, der sehr, sehr piekst, den kann ich kaum tragen. Und der hier ist, ich glaube, keine Ahnung, 20 mal dünner, also er ist ganz, ganz dünn auf der Haut. Und den kann ich mir auch sehr gut mit so einer Blue Jeans vorstellen oder mit einem schwarzen, mit einer schwarzen Anzughose oder mit dieser Hose natürlich. Das Beige und Weiß geht natürlich immer. Ich habe noch eine Hose, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich bin unsicher, ob sie mir zu groß ist. Ich habe sie noch nicht anprobiert, wie man sieht. Aber wir schlüpfen da immer eben rein. Die hat ein wunderschönes Muster. So ein, ja, Karo-Muster in diesem Schwarz Off-White. Perfekt, glaube ich, für den Herbst. Und gerade, glaube ich, mit diesem Oberteil. Habe ich jetzt ein bisschen weiter runtergestellt, damit ihr das Ganze ein bisschen besser sehen könnt. Aber das ist so eine richtig schöne graue Anzughose mit dem Karo-Muster aus Flanell. Und sie hat natürlich Taschen und ist auf jeden Fall lang genug für Boots. Man kann sie auch schön krempeln mit High Heels tragen, wie sie es auf dem Foto gemacht haben. Sehr, sehr schön in Grau. Sie ist sehr high, ne? So sieht es sehr high-waisted und warm. Also das ist definitiv eine eher Herbst Richtung Winterhose. Bei uns bleibt sie ja sehr, sehr lange so kühl und trist und regnerisch. Aber ja, so bis in den Februar, März, März. April hat sogar geschneit noch, erinnere ich mich. Da kann man sie auf jeden Fall ein ganzes halbes Jahr tragen. Vergessen, wie viel ich reden kann, Leute. Ja, mir ist auch ein bisschen warm geworden vom An- und Ausziehen, weil es die Sonne gerade draußen richtig knallt. Aber ich wollte euch nochmal daran erinnern, also
Happy Anniversary, Lilly Silk. Es gibt bei jedem zweiten Teil 20%. Mit meinem Code nochmal 12% on top. Und ab einem Einkaufswert von 499 Euro bekommt ihr da auch nochmal 20% obendrauf. Was ich natürlich selbst einlösen werde, weil ich meine, dass ich mir diesen hier auch noch in diesem beige-grau bestellen würde. Weil er ist wirklich einzigartig schön. Und vielleicht dieses A-Linien-Kleid nochmal in einem Off-White. Und die Hose nochmal in braun. Und ich bin nie eine, die etwas Gleiches von... Also, nur in einer anderen Farbe kauft. Ich glaube, ich habe nie etwas nochmal in einer anderen Farbe. Ich hatte einmal zwei Pullover in verschiedenen Farben, zwei identische. Ein einziges Mal, das war es aber auch schon. Aber die Teile gefallen mir einfach so unglaublich gut, dass ich einfach nicht Nein sagen kann. Vor allem, glaube ich, werde ich die Bestellung machen, bevor ihr dran seid. Weil wenn diese braune Hose ausverkauft ist, ich glaube, dann weine ich, die ist so schön. Und weh, ihr fragt mich danach, woher die ist. Also bitte Ohrenspitzen. Genau, aber das ist jetzt der Look. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und ich zeige euch im Laufe des Tages noch die Kissenbezüge. Aber ich muss hier erstmal ein bisschen Ordnung schaffen. Also hier sieht es aus. Ich habe jetzt auch wieder die Kartons hier rumstehen. Das sind übrigens hier die Lilly Silk. Oh. Die Lilly Silk Kartons finde ich übrigens auch sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob man die vielleicht irgendwo hinmachen kann. Und ihr habt auch noch, steht übrigens auch noch drauf, we want to inspire people to live a better life and more sustainable lifestyle. Our care for one another and the planet is what drives us. Also die haben wirklich auch eine schöne Geschichte dahinter. Könnt ihr euch auf der Webseite mal austoben und durchlesen, woher die Stoffe sind, wer die Gründer sind und alles. Es ist sehr, sehr spannend. Ich muss sagen, ich bin auch ganz froh, wenn wir jetzt gleich Niles Koffer packen. Und John hat auch seinen Koffer ready. Da bin dann nur noch ich heute Abend und ich mache das entspannt. Das ist ja auch egal, wie viel Uhr. Hauptsache, die beiden anderen sind fertig. Wir müssen morgen um 6.30 Uhr auch schon wieder los. Und ich wette, Niall steht jeden Tag um 6 Uhr auf. Und ich wette, es ist immer so, wenn wir fliegen wollen oder von oder hin oder zurück fliegen wollen, egal welche Richtung, immer schläft er an dem Tag länger. Und wir sagen dann, oh nee, wir können ihn ja nicht wecken, wir können ihn ja nicht wecken. Und dann sind wir viel zu spät. Ich habe jetzt gerade mal die neuen Sheets drauf gemacht. Die Farbe ist perfekt, die passt perfekt zum Bett, aber auch dieses... Das ist einfach eine wunderschöne, sehr edle Farbe. Ich verlinke die euch in die Infobox, die ich jetzt hier habe. Das sind die, ich glaube, 60x80, aber ich, wie gesagt, ich verlinke sie euch. Sie sind sehr, sehr schön, sehr, sehr hochwertig. Und Haare werden nicht elektrisch damit, ganz wichtig. Und die Haut ist wunderschön. Also ich lag jetzt eine Woche auf einem anderen Kissen und ich merke das in den Haaren und in meiner Haut sofort. Seide entzieht nämlich keine Feuchtigkeit, anders als Baumwolle. Ich möchte gerne auch noch ein Cover haben fürs Bett. Und für die einzelnen Decken. Nur leider hat Lilly Silk nur die großen Deckencover und nicht die einzelnen. Da muss ich mich nochmal schlau machen, ob es das vielleicht noch geben wird oder ob wir da nochmal irgendwie nur das Cover holen, damit wir hier nicht mehr auf Baumwolle liegen, sondern auch unser ganzer Körper wirklich auf Seide liegt. Mega, mega schön, sehr, sehr weich, ganz tolles Gefühl. Und hier seht ihr nochmal das Lilly Silk Zeichen, also wirklich wunderschöne Kissen. Das ist übrigens das Bett von Niall. Das ist immer noch das Stockebett. Wir haben hier das mittlere Teil rausgeholt. Und auch hierfür habe ich jetzt ein Cover bestellt von Lilly Silk, damit ich das nochmal drauflegen kann, weil er eben dann auch auf Seide schlafen kann. So cool. Ich bin maximal müde. Und John bringt jetzt Niall nochmal ins Bett. Also er hat jetzt die letzten Tage durchgehend gemacht, weil ich davor irgendwie vor lange gemacht habe. Und eigentlich wechseln wir uns immer ab. Und er weiß, dass ich jetzt in der Zeit halt besser Koffer packen kann. Ich war ja super motiviert, als ich gesagt habe, ich werde so schnell fertig sein und nichts aufräumen. Genau. Ich habe das ganze Haus aufgeräumt, drei Koffer, also zwei Koffer gepackt. Eigentlich drei, weil Niall zwei hat, weil wir sein Reisebett mitnehmen. Und jetzt sieht es gerade so aus wegen dem Licht. Dich übelst Augenringe. Auf jeden Fall ist jetzt Mitternacht und ich habe jetzt gerade noch ein Reel zu Ende gedreht und jetzt werde ich schlafen. Naja, was ist das? Ich telefoniere mich schon, was ist das? Tschüss. Das war der. Danke. Wir sind zurück. Ich habe ja Bräune bekommen. Ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht braun geworden, aber anscheinend doch.
Wie geht's euch? Ich habe nicht viel gefilmt, Leute, beziehungsweise gar nichts eigentlich, ne? Weil ich einfach, ja, wir waren in der Wohnung zusammen. Es war sehr schön, sehr familiär. Wir saßen abends. Einmal waren wir im Einkaufszentrum und da habe ich auch Follower getroffen. Sehr cool war. Und einmal waren wir auf dem Bazar. Das war auch ganz lustig, weil da waren so ganz viele lustig gefälschte Sachen. Also wirklich nicht gut gemacht. Ich bin jetzt nicht dafür hingegangen, um mir irgendwas Gefälschtes zu kaufen. Ich bin da nicht so der Fan von. Aber verurteile das auch nicht. Aber wir sind da einfach so hingegangen, haben da sehr viel gegessen und dann sind wir noch zu Migros gegangen. Das ist so ein Supermarkt und das finde ich ganz cool, weil Migros hat so wirklich alles fast und je nach dem M, also es gibt 1, 2, 3, 4, 5, ist es dann ganz groß oder klein und dann gibt es ganz coole Sachen und die Mama von John, also meine Schwiegermama, hat dann auch jeden Tag gekocht und einmal hat sie gekocht, die Arme, und dann kam eine Katze und hat das Hähnchen gegessen, während wir so am Pool saßen und gespielt haben so mit Nile. Ja, war sehr schön. Wir konnten morgens immer länger schlafen, John und ich, weil die den Kleinen direkt genommen haben. Der war meistens schon 5.30 Uhr, 6 Uhr wach. Ja, wir haben dann noch ein bisschen geschlafen. Die Nächte waren nicht so nice, deswegen war ich tagsüber echt immer kaputt. Das war halt einfach chillig, ne? Weil man dann nicht, während er geschlafen hat, geputzt hat oder so. Und ich habe dann Reels geschnitten und das war's. Dann konnte ich chillen. Und abends saßen wir immer zusammen. Das war so mein Favorite, wenn wir so zusammen saßen und dann einfach gequatscht haben. Es war ganz cool. Der Rückflug war sehr anstrengend. Der wurde nämlich verschoben um fast 2 Stunden. Wir waren am Gate und haben gewartet und gewartet. Und Nile war so müde, dass er mir dann auf dem Schoß eingeschlafen ist. Aber so einfach so sitzend auf dem Schoß, so vorwärts, ne, wenn man den Gurt dann halt so hat. Und ich lasse ihn eigentlich in der Trage schlafen, weil immer wenn er dann wach wird, dann kann ich mich so ein bisschen bewegen. Dann pennt er eigentlich wieder ein. Aber da war kein Platz, weil wir saßen in der ersten Reihe und da sind ja diese Armlehnen nicht zum Hochmachen, die sind ja so geschlossen. Und es geht in der Trage nicht gut, weil wenn die Beine rechts und links baumeln, habe ich da keinen Platz, also saß ich da so schräg drin. Und dann haben die mir ein Bett gebracht und als ich ihn in das Bett gelegt habe, ist er halt sofort aufgewacht. Also es waren keine 25 Minuten, dann war er wieder wach. Und dann sind wir noch 3 Stunden geflogen und war dann echt müde, dann auch nochmal war Stau auf dem Rückweg und dann auf die Koffer warten und so, das... Der Rückflug, der war schon, und der Hinflug auch, weil man landet in Izmir und dann fährt man weiter bis nach Kuschadasse, das sind 1,5 Stunden und es ist, also er saß ja dann schon 3,5 Stunden im Flieger und dann nochmal 1,5 Stunden im Auto und so, das ist dann doof, ne? Der Hinflug war aber einfacher, weil wir so früh gelandet sind, dass er halt noch 2,5 Stunden bis zum Schlaf hatte, so konnte er sich nochmal austoben, spielen. Aber der Rückflug war echt mies. War auch so fertig im Auto und dann nochmal 1 Stunde zurückfahren, 1 Stunde 10. Und dann habe ich Gott sei Dank so fertige Nudeln gehabt und konnte die ihm im Auto geben, sodass er dann direkt, als er zu Hause war, habe ich ihn nur noch gebadet. Und sogar das habe ich mir überlegt, ob ich das mache, weil er halt so fertig ist. Und baden abends, sage ich euch eins, das kann die Kinder sehr überfordern. Also wenn der ganze Tag irgendwie Action war, dann noch abends baden, ist für die auch nochmal Action. Das musste ich auch erstmal lernen, weil ich denke halt, wenn er halt so schwitzt und so, ne, dann fühlt er sich besser, wenn er schläft. Und gestern hat er halt auch viel geschwitzt, deswegen musste ich das einmal machen. Aber das kann schon sein, dass die Nächte unruhiger werden, weil es einfach nochmal eine Überforderung sein kann, gerade wenn die ganz klein sind. Also da habe ich ihn auch so gebadet und dann war der halt drüber, ne. So viel dazu. Ich war jetzt gerade richtig nervös. Gut, dass ich mir das so ein bisschen runtergeredet habe. Weil mein YouTube-Video, mein erstes, ist gestern online gegangen und ich habe echt gerade so Herzflattern noch bekommen. Ich habe mir die Kommentare noch nicht angeschaut. Ich bin gestern um 9:30 ins Bett gegangen, habe auf meinem Kindle, was so cool ist, wenn man die Helligkeit so weit runterstellen kann, noch ein Buch gelesen. Ich lese gerade da, übrigens, Colleen Hoover habe ich gehört, ein Mega-Buch wieder mal. Also Verity von Colleen Hoover ist ja mein liebstes Buch. Ich habe gehört, Moment, ich schaue mal in meiner Colleen Hoover-Liste. Was mit Sommer war das? Summer of Hearts oder so. Summer of Hearts and Souls heißt das. Wirklich 5 von 5. Die es vorgelesen hat, ich bin da immer sehr picky mit. Die hat manchmal so, die so sehr zimperlich gesprochen, also sehr so gebrochen. Und dann war ich so, oh. Aber ich habe trotzdem 5 von 5 gegeben, weil es war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also mega Buch. Und lesen tue ich gerade, ein bisschen, also wenn man rechts und links tippt, dann wischt man die Seiten weiter. Ach du liebes Glück von Christina, weil irgendwas. Ach du liebes Glück, so sieht das aus. Ich finde es ein bisschen doof, dass es nicht farbig ist, aber es ist ja kein Tablet oder so, ein Buch theoretisch. Und da kann man sich halt dann die Bücher kaufen. Und ich fand das ganz praktisch. Ich habe mich lange gegen Kindle gewehrt. John hat es mir jetzt geschenkt. Einfach, weil es leicht ist, weil ich es mit in die Handtasche packen kann, weil es so klein ist. Und weil ich dann nur eine Hand für brauche. Also ich muss nicht umblättern. Und als der Kleine gestern auf mir schlief oder auf mir gespielt hat,
konnte ich das halt lesen und das ist einfach praktisch. Und man kann es ganz runterstellen, die Helligkeit, sodass man auch im Dunkeln das Zimmer nicht erleuchtet mit diesen Lämpchen, diese Leselämpchen. Übertrifft natürlich keine Bücher. Das Feeling und der Geruch und alles von einem echten Buch ist schon natürlich sein eigenes, aber das Kindle hat sehr, sehr viele Vorteile. Jetzt schauen wir uns einmal kurz die YouTube-Kommentare. Ich dachte, ich wollte es gerade anschauen, dann dachte ich mir so, komm, wir gucken mal zusammen rein. Weil ich habe irgendwie, also ich habe ja auf Instagram ganz viel erzählt und habe dann irgendwie Angst gehabt, dass es zu wenig ist, der Vlog. Das war halt ein normaler Vlog, so wie ich die immer drehe. Da dachte ich so ein bisschen, ich finde es sehr verantwortungsvoll, wie du ehrlich über deine Unterspritzung sprichst. Ja, also ich habe im letzten Video über Botox, Hyaluron und so weiter gesprochen. Wirklich die meistgestellte Frage auf YouTube, auf Insta war, wann machst du wieder YouTube? Ich habe es so schade, wenn ich nicht die Aufmerksamkeit bekomme, die sie sonst verdient haben. Vielen Dank. Die Tür geht auf und die knallt immer zu vom Wind. Ich habe tatsächlich von Lily Silk, weil ich tatsächlich ein bisschen ängstlich war, dass ihr die Hose ausverkauft, nochmal die Hose bestellt. Danach sogar nachträglich nochmal in dem Braun. Ich weiß nicht, ob sie jetzt auch mit hier drin ist, ich glaube nicht. Aber das hier ist nochmal die Umverpackung. Liebe ich sehr. Von der beigen Hose. Wollte ich euch nochmal kurz zwischendroppen. Welcher Größe habe ich sie bestellt? Wie hübsch das eingepackt ist. Ah nee, das ist mein Kleid. Genau. Ich habe euch ja gesagt, dass ich das Kleid nochmal in S bestelle, weil ich das in M bestellt habe. Und Lara, es ist wie Geburtstag. Egal, wie sich deine Gefühlstage Tag für Tag ändert. Geburtstag. Du strahlst aus, wer und wie du bist. Nämlich ein wohlwollender und reflektierter Mensch, der stets daran arbeitet, sein Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Deine Aura ist sehr angenehm und dein Mindset ist sehr schmeichelnd. Oh. Viele Grüße aus Heidelberg. Oh. Bitte mehr Mama-Content. Erzähl uns mehr von Mama-Leben, Mama-Sein, Kinderbeziehungen, Wachstumsschübe und wie sich die Aufgaben verteilen mit deinem Ehemann bezüglich eures Babys. Handhab, wie es jetzt zu hören. Lass mich von dir inspirieren. Mein Kleiner ist gerade 8 Monate alt und ich würde unglaublich gerne, aber du zählst einfach so wenig, gerne von dir abgucken, würde ich gerade weinen. Weil Mamas manchmal nicht so nett zueinander sind und das bedeutet mir sehr, sehr viel. Vielleicht kriege ich das noch mehr in dieses Video mit rein, aber das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne machen. Danke für das Feedback. Immer wenn ich irgendwas von Neid erzähle, denke ich mir so, boah, die Nicht-Mamas werden jetzt einfach gar keinen Bock haben, dazu zu hören. Aber es gibt ja auch Mamas unter euch. Also mein Favorite-Alter bei Neid, ganz kurz, war 10. Monat. Ab da gab es für mich kein nicht mehr favoriertes Alter. Ich muss sagen, davor war es super anstrengend, fand ich, weil er immer irgendwas hatte, was ihn gestört hat. Also er hat ab 5 Monate Zähne bekommen. Er hatte bis zum 5. Monat Koliken. Boah, heute ist er so krass hingefallen. Ich hoffe, wenn er aufwacht, ist es ein bisschen abgeschwollen. Er ist richtig auf Kies gefallen, auf seine Nase und auf seine Stirn. Man hat so richtig die Kiesabdrücke gesehen in Rot und seine Nase, die hat schon so viel abgekriegt. Bin happy über eure Kommentare. Persönlich fand es nur schade, dass du ohne Ankündigung von jetzt auf gleich keine Videos mehr hochgeladen hast. Ich verstehe, dass ihr dann gewartet habt, weil ich vorher gesagt habe, ich lade jetzt regelmäßig hoch. Und dann habe ich ja auch vorgedreht, ich glaube 2 Videos habe ich vorgedreht und ich habe die dann nicht mehr hochgeladen, weil es war einfach nur noch dahin gerotzt. War nicht motivierend oder nicht der Mensch, der ich eigentlich für euch sein will. Klar, ich zeige hier Auf und Abs. Es war wirklich nicht schön. Also es war einfach nur so, ich habe in den Momenten dann gerne gefilmt, aber dann habe ich es wieder ewig gelassen und dann hat es keinen Zusammenhang mehr gehabt. Das nächste Mal, wenn ich sowas machen sollte, was ich nicht hoffe, werde ich euch vorwarnen. Irgendwie war dann mir nicht danach dann nochmal zu sagen, ey, ich bin jetzt weg. Sehr, sehr nett seid ihr, Leute. Ich habe einfach auch eine super tolle Community. Krass, ich scrolle und scrolle und scrolle und ihr habt wirklich viele Kommentare da gelassen. Ein Daumen runter. Oder sieht man das einfach nicht mehr? Ich hab 1392 Daumen hoch und keinen einzigen Daumen runter. Und 320 Kommentare. 320 Kommentare haben mir auch wirklich gefehlt, Leute. Ich setze mich gleich hin und versuche die über die Zeit, bis das nächste Video da ist, zu beantworten. Ich muss ja auch noch ganz viel auf Instagram beantworten. Was heißt muss? Ich mache es. Einfach weil ihr eine Frage stellt oder was sagt. Und das ist, als würdet ihr jemandem gegenüber was sagen und dann würde derjenige nicht antworten. Das ist ganz schön doof. Deswegen versuche ich immer wirklich die Nachrichten zu beantworten. Mein Arm tut mir auch schon wieder weh, weil dieses mit dem Handy ist so doof. Mit YouTube kann man das ja wenigstens hier noch so schön machen. Es war einfach kein Feedback. Also, aber dadurch, dass halt keiner irgendwie geantwortet hat, also da waren dann 10 Kommentare oder so. Und das ist das, was ich sehr, sehr schön finde. Also wenn ihr gerade bis hierhin geschaut habt und noch nicht kommentiert habt, dann sagt irgendwas. Weil ich spreche irgendwie auch eine Stunde zu euch und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr irgendwas zurück sagt. Wie ich Rasenmäher hasse. Jemand mäht seinen Rasen. Meistens ist es am Samstag. Ich denke mir jedes Mal so, psch, mein Sohn schläft. Jetzt
immer um diese Uhrzeit ist. Ich weiß auch nicht. Ich mache mir jetzt gerade eine Maske drauf. Das ist eine von Charlotte Tilbury. Super Radiance Reserve Facing Facial for Skin That Looks Reborn mit AHA, BHA, PHA und Exfoliative. Ziemlich langer Name. Die lasse ich jetzt für 20 Minuten drauf. In der Zeit räume ich mein Zimmer auf und dann wasche ich sie ab und creme meine Haut. Mein Gesicht nochmal neu ein. Das sind übrigens die ganzen Flohmarktsachen hier auf der Seite. Ich werde heute Abend nochmal gucken, was ich sonst noch an Accessoires, Schuhen und so weiter ausmisten kann. Ich habe auch Kartons bestellt und morgen ist der Flohmarkt. Das hier, Leute, will ich unbedingt ändern. Das ist so viel und mir fehlen warme Elemente in diesem Zimmer. Einfach weil alles hier so weiß und steril ist. Und ja, der Teppich soll auf jeden Fall raus. Hier ist mir mal, oder nein, ist hier mal was hingefallen. Hier ist auch nochmal irgendwas hingefallen. Keine Ahnung, was das war. Aber hier ist so eine Schneekugel runtergefallen, die ich ihm gegeben hatte, als ich mich geschminkt habe. Und Platz war sie weg. Und das ist auch nicht mehr so ganz mein Stil. Ich hätte gerne so einen Rattan oder so einen warmen Teppich hier auf der Seite und auch auf der anderen Seite, da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, das hier ist mir so zu viel und zu... Leute, Speicherkarte voll und ich habe einfach gerade den Anfang dieses Videos gelöscht. Jetzt muss ich nachher einen neuen drehen, weil das kann ich nie machen. Ich wasche gleich mein Gesicht, aber ich mache euch kurz eine Roomtour von so ein bisschen meinem Zimmer. Es ist gerade Chaos, aber trotzdem. Also wie gesagt, das hier ist mir alles ein bisschen zu... Ja, ich hätte gerne so Holzschalen und Holzkisten auch hier unten. Aber ich zeige euch mal kurz, was wir gemacht haben. Wir haben hier oben, die Parfums sind gleich geblieben hier oben. Das ist hier meine Parfümerie, meine persönliche. Dann haben wir hier unten aber alles, was mit Haaren zu tun hat, reingemacht. Hier Haargummis, Spangen und so weiter. Und hier die ganzen Dinger, das war ja alles hier in dieser Schublade drin. Und die sieht jetzt einfach so clean aus. Generell sind alle Schubladen hier einmal ausgewischt worden von meiner Mama und neu reinsortiert worden. Und so sieht es hier aus. Jedenfalls haben wir auch noch die Schränke aufgeräumt von innen. Das hat sich gut ergeben, weil wir einfach schon aussortiert haben. Und hier sind meine Schals drin. Hier oben sind die Jacken, da unten die Sweatshirts. Habe ich auch... Das war voll da unten wirklich. Also die Schränke sind immer noch voll. Hier sind meine so Chiller-Hosen. Ich möchte auch gerne den Marmortisch mit einem Holztisch kombinieren. Ich wollte ihn erst verkaufen, aber ich glaube Marmor und Holz machen ein gutes Duo. Dann ist hier ein bisschen Chaos. Das kommt runter. Das sind die Kartons, die ich später nehmen werde, um die ganzen Sachen fertig zu packen. Dann haben wir hier meine so Sachen, die ich halt wirklich oft benutze. Deswegen sind die auch hier drin. Dann haben wir hier diese Schublade mit den Blushes. Ich habe jetzt so einen Tinted Blush bestellt bei Amazon. Ich glaube 8 Euro oder so. Der ist wirklich genial. Den zeige ich euch noch. Auf der Seite habe ich jetzt einfach meine Filmsachen gestellt und gelassen, weil ich dann einfach besser drehe. Also wenn ihr meine Reels guckt, ich sitze dann hier und das ist dann so alles aufgestellt, damit es einfach schon mal passt. Hier sind die Sachen, die ich noch abfilmen soll, muss oder möchte. Den Kleiderständer, den baue ich noch zusammen, nehme den mit auf den Flohmarkt. Dann habe ich super viele Mäntel aussortiert. Gott sei Dank, weil die haben auch nicht mehr hier reingepasst. Hier ist mein Steamer mit drin. Ich gucke mal, ob ich den morgen mitnehmen kann. Mein Lilly-Mantel. Ich liebe den. Ich kann es kaum abwarten, ihn zu tragen. Und das ist mir auch alles zu viel. Und ich weiß nicht genau, wie ich es machen soll, aber irgendwie muss ich es verändern. Und dann haben wir hier drüben noch Kleider. Hier und hier. Auch alles ordentlich sortiert. Das hier war meine Horrorschublade. Ich habe einfach alles reingeschmissen. Und jetzt ist da Unterwäsche und sowas alles drin. Dann haben wir hier oben Hemden und ein paar Langarm-Shirts. Hier unten sind Blazer und Westen. Und dann haben wir noch Pullover hier. Hier sind Pyjamas. Und hier unten sind Strickkleider. Und ich will, dass der Raum... Also stellt euch mal das hier weg. Weg und das hier auch weg und dieses ganze Chaos. Dann will ich so ein paar Holzelemente hier auf den Tisch stellen oder die drei Bücher. Damit mache ich gar nichts mehr. Ich habe wirklich einfach zu viel hin und her geschrieben. Und jetzt habe ich mir zum Geburtstag ein Filofax gewünscht. Und das ist ganz praktisch, weil hier kann ich einmal alles einfach reinschreiben und rein notieren. Und
ja, alles an einem Ort und einer Stelle. Ich brauche nur noch einen schönen Kugelschreiber. Ich habe keine Lust auf so einen ultra, ultra teuren Mont Blanc oder Cartier oder so. Ich finde, das ist ein bisschen unnötig. Sonnenbrille zeige ich euch auch, wenn ich mich irgendwann mal ready mache. Und das hier alles, wie gesagt, das ist alles für den Flohmarkt. Hier sind ganz viele Sachen drin. Und ich dachte, dass ich sogar noch ein paar Tamtam Beauty Produkte mitnehme. Hier sind ein paar, aber ich werde noch mehr mitnehmen. So Lippenprodukte und so. Und dann mal gucken, ob ich die verschenke, wenn jemand was kauft. Oder bei der Lampe bin ich mir auch irgendwie nie sicher. Mal mag ich sie, mal denke ich mir so, vielleicht müsste ich sie einen Tick höher hängen. Mich stört eigentlich, dass sie, also sie ist ja in der Mitte des Raumes, aber nicht in der Mitte der Insel. Und deswegen stört sie mich. Jetzt wasche ich mir das hier mal von meinem Gesicht und dann wecken wir Nile. Und dann kochen wir zusammen. Guten Morgen. Nile und ich malen gerade. Also ich habe es, okay, hat gut gegessen, aber nicht aufgegessen, was nicht schlimm ist. Wir malen gerade. Das sieht natürlich nicht so aus, wenn wir malen eigentlich. Nur going home. Ich habe jetzt erst angefangen, die Sachen auszumalen. Vorher habe ich immer so Kreise oder Striche einfach gemalt, damit er nicht den Drang hat, irgendwie, dass er denkt, er muss jetzt irgendwas ausmalen. Ist deine Finger echt, deine Hände echt, ich. Deine Hände esse ich. Das wollte ich euch zeigen. Das ist so süß. Ja. Uapa. Lecker schmecken und gicker. Whatever we will be, the future's not ours to see. Kiss it up, set up. Hab ich euch die neue Lampe eigentlich gezeigt in der Küche? Die hier ist schrecklich, wenn ich die anmache, Leute. Das ist das hässlichste Licht ever. Ganz kühles Weiß, ich bei Amazon bestellt. Ich habe es nicht nachgeschaut. Ich wollte einen Ring dort. Also so ist natürlich wunderschön, ne? Ich hatte nur einen Ring. Und das hier ist unsere Küchenlampe. Ich werde hier gerade gefangen genommen. Also so wunderschön. Habe ich euch auch im letzten Video verlinkt, sonst verlinke ich das nochmal. Dieses Buch ist so cool für ein Allgemeinwissen. Es gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Kategorien. Ich habe das jetzt in Wundervolle Welt der Natur. Und es gibt, wie gesagt, ganz viele verschiedene Kategorien. Ich habe es jetzt auf so einem Aufsteller. Und ich mache jeden Sonntag, oder danach, wenn ich daran denke, also es kommt nicht immer vor, dass es immer sonntags ist, eine neue Seite auf und lasse sie dann eine Woche auf, sodass ich sie immer wieder durchlese oder einmal durchlese, sodass ich da mein Allgemeinwissen einfach erweitere. Und es ist ganz spannend, denn die Feige, ist eine Sammelfrucht. Ich wusste das gar nicht. Diese ganz kleinen einzelnen, also diese aussehen wie das Fruchtfleisch oder das Fruchtfleisch sind, das sind einzelne Blüten. Ganz krass. Die Feige wartet darauf, dass halt, ja, die Biene da reingeht oder eine Wespe ihre Eier ablegt und sie natürlich dann auch verbreitet. Das ist ganz cool, dieses Buch wirklich. Also ich verlinke es euch mal. Sonst auch noch in anderen Kategorien. Vielleicht gefällt euch eher was anderes. Ich bin jetzt so der Naturmensch. Und ja, ich passe jetzt hier mal auf, nicht? Wir sind umgezogen. Ich kann auch nicht mehr, ne? Der Zopf, das killt mich ja. So, wir sind da mal weg, nicht? Das ist übrigens mein neuer Kinderwagen. Das ist der Jules Geo 3. Ich wollte den, weil der so einen riesen Kopf unten hat. Ich bin wirklich sehr viel, manchmal den ganzen Tag mit Nile unterwegs. Und der von Cybex ist halt ein bisschen kleiner. Und Jules war so lieb und hat mir den zugeschickt. Also sehr nett. Hat mich sehr gefreut. Den Cybex habe ich damals gekauft. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich den bekommen habe. Den zeige ich euch aber im Detail, wenn ich hier so auf der Straße rumrenne. Und jetzt, let's go. So, jetzt gehen wir hier bei uns den Feldweg entlang oder Waldweg entlang. Doch, Feldweg ist das, ne? Nur eine Stufe weiter, da ist der Mann. So, ich bin ready. Ich habe jetzt ein blaues Hemd an. Das Thema ist rosa oder blau. Eine Jeans. Und ich habe meinen Lily Silk Pulli noch mit, weil es nicht so warm ist. Also ich freue mich jetzt auch, die Teile auszupacken, mitzunehmen überall hin. Und der ist so leicht, dass er auch nicht stört. Ja, liebe ich das Outfit. Ich werde mir jetzt einfach nur noch Turnschuhe dazu anziehen. Meine Schränke sind wie meine Taschen immer offen.
Ich werde jetzt aber das Video beenden, Leute, und das nächste anfangen. Schön, dass ihr dabei wart und vergisst nicht, die Codes von Lily Silk und alle Produkte werde ich euch einzeln in die Infobox verlinken, sodass ihr euch da genug austoben könnt. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns dann nächsten Freitag. Mhm.